Ich heiße nicht nur Captain Dark, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit Eagle Dynasty, der dicke Igel aus Hack. Ja, wir haben in der letzten Folge hier 4 neue Wohnhäuser gebaut, 3 kleine und ein riesiges. Naja, ich musste im Prinzip einfach das Dorf erweitern, weil wir so viel Dynastie haben und so viel neue Leute in unser Dorf einladen können, dass ich einfach Häuser bauen musste. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. So, wir müssen auf jeden Fall abdichten noch, damit wir hier Leute einziehen lassen können. Ich guck mal, wie viel Kalkstein ich habe. 45 Kalkstein. Was ist denn da los? Machen die da was in der Hütte? Im Grabungsschuppen? Seid ihr am Tun? Ihr macht 32 am Tag. Okay, das ist nicht viel. Ja, okay, da kann ich also erstmal verputzen, kann ich erstmal vergessen bei den Häusern davor. Schade. Habe ich noch was zu essen? Fleisch mit Soße. Sehr gut. Dann wäre es vielleicht gut, dass wir die ersten Siedler, die wir jetzt holen, auch in Gewinnung holen. Also mit Gewinnung als Spitzenwert, damit wir einfach den zweiten Grabungsschuppen noch in Betrieb nehmen können. Weil das hier ist absoluter Scheiß. Wir brauchen mehr Verputzungsmaterial. Wir reiten mal los. So, in Skauki war ich. Piastovia war ich auch. Wir können noch mal nach Klonika. Einfach um zu sehen, ob da noch Leute sind, die Gewinnung drauf haben. Ich glaube schon, das war das, das war dieses Holzfällerdorf, ne? Da müssten eigentlich Gewinnungsleute sein. Und dann stehen wir natürlich wieder in dieser Folge kurz vorm Frühjahr. Das ist natürlich wieder sehr interessant, was im Frühjahr alles so passiert im Dorf. Neue Landwirtschaftssachen und so. Gucken wir mal. Oh, hier gibt es wieder Loot. Looty, Loot, Loot. Ich bin aber auch an vielen Lootstellen schon vorbeigerannt, weil ich einfach, ich bin einfach nicht mehr in der Position, dass ich sage, boah, geil, 2 Roggenbrote, Digga. Ich stelle selber Brot her, wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin jetzt nicht mehr so angewiesen auf 4 Karotten und 37 Münzen. Ich hoffe, ihr versteht das. Deswegen reite ich hier an vielen Stellen vorbei. Also vor allem, wenn so irgendwelche Verbrecher oder sowas, keine Ahnung. Na gut, da kriegt man wenigstens noch Dynastie für, ne? Das sollte man vielleicht noch mitnehmen. Oh, 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 was ist denn hier los? Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich sollte mein Pferd erschießen. Da ist irgendwas mit den Beinen nicht richtig. Das kann nicht gesund sein. Kannst du damit noch laufen? Das sieht wirklich sehr ungesund aus. Boah. Oder soll ich... Also, liegt jetzt bei dir. Ich kann dich vom Schmerz erlösen. Ne? Also, was sagst du? Ja oder nein? Musst du jetzt wissen. Du sagst ja? Also du willst weiterreiten? Okay, dann jammer mir aber nicht die Ohren voll, ja? Das ist wieder eingerenkt, das Bein. Sehr schön. Läuft wieder. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Auf dieser Straße können wir jetzt bleiben. Und was haben wir hier? Oh, hier gibt's Alk. Das sehe ich schon. Ich hoffe nicht nur leere Flaschen. Bierflasche. 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 Ah, toll. Oh, Hopfen. Und ein bisschen Kohl. Als hätten wir nicht schon genug Kohl. Oh, hier gibt es noch ein Bier. Sehr gut. Und ein Säckchen. Oh, fürs Säckchen hat sich das hier schon gelohnt, ne? Das Säckchen hat sich das schon gelohnt. Da kann man wieder ein bisschen selbst aussehen. Und müssen uns nicht
diese kleinen Säckchen machen. Wisst ihr, was ich meine? Ist auch wirklich eine lange, große Brücke, ne? Auch wirklich ein guter Spot für ein Dorf. Alter, wie viel Loot gibt's denn hier heute? Die große Loot-Folge. Ein Roggenbier. Und ein Roggenbrot. Kleinvieh macht auch Mist. So. Stimmt, hier ist das Holzfällerdorf. Und wo haben die ihr Lager? Das sieht sehr, sehr geil aus. Das, sowas würde ich auch gerne bauen. Oh, wie viel Holz die hier haben, ne? Das ist schon krass. Ach, da drüben. Stimmt, da drüben war das Lager von denen. So, guck mal, ihr sitzt doch beide schon schön zusammen und ihr habt beide Gewinnung 3. Okay. Ihr zwei werdet jetzt in eins der Häuser ziehen. In ein kleines Haus. Und ihr werdet den zweiten Grabungsschuppen betreiben. So, und in diesem zweiten Grabungsschuppen werden wir auch Kalkstein fördern. So, gucken wir mal, was wir noch so für Leute hier haben. Produktion 3. Interessant. Der kann nix. Alter, der ist wirklich begabt hier. Edward 19 ist wirklich sehr begabt. Worin bist du besonders begabt? Durch die Arbeit auf dem Feld habe ich mich schon immer wichtig gefühlt. Ohne unsere Ernte gibt es kein Essen. Ach so, okay, also steht er auf Landwirtschaft. Sehr gut. Dorfleitung. Habe mindestens 50 Einwohner und neues Achievement freigeschaltet. Wir haben also jetzt 50 Einwohner. So, du ziehst mal bitte auch in ein kleines Haus und wirst, wo wirst du arbeiten? Hier, im zweiten Feldschuppen. Der ist nämlich dafür da, dass wir Hopfen ernten oben. Und wir müssen mal gucken, ob eventuell... Ja, die Plantagen haben leider kein Dings, kein Feldschuppen zugeordnet. Da müssen wir noch einen Feldschuppen bauen. Brauchen wir noch Produktion? Brauchen wir noch Leute in Produktion? Production. Wir haben theoretisch in der Werkstatt noch niemanden. Aber da wüsste ich auch nicht, was die herstellen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Was sollten die herstellen in der Werkstatt? Ach, ich glaube, es ist erstmal egal. Ich werde jetzt erstmal eine von den beiden, werde ich mir jetzt aussuchen. Du hast auch 3 in Diplomatie, ne? Dann nehme ich dich erstmal mit. Du bist 27, ja. Oh, tut mir leid, aber du bist im Grunde ein Fremder für mich. Arbeitet was an deiner Reputation erforderlich? 7250. Wir haben nicht genug Reputation? Okay. Okay. Wir haben nicht genug Reputation. Lol. Na dann nicht. Können wir leider nichts tun gegen. Okay, dann müssen wir erstmal wieder Reputation gewinnen. Lol. Ich dachte, ich habe gerade wirklich sehr, sehr viel. Aber ich habe auch sehr viele Leute eingestellt, ne? Ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Leute eingestellt. Im Moment. Oh. Reitunfall. Oh, wir kommen gerade richtig. Feuerholz ploppt auf.
Wir brauchen wieder neues Brennmaterial. Ich hab mich festgefahren. Jetzt geht's. Okay. Vielleicht wäre es wirklich mal sinnvoll, dass wir jemanden hier einstellen, der Brennholz und Bretter produziert. Wisst ihr, was ich meine? Nur eine Person, dass das nicht überhand nimmt, aber wir ständig Brennholz und Bretter haben. Ja, das, was ich jetzt hier mache, geht mir ganz schön auf den Sack, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil in jeder Folge mache ich das ungefähr ein, zwei Mal jetzt, weil halt wirklich, also gerade im Winter, halt viel verbrannt wird. Und Bretter, ihr wisst es selbst, wenn wir ein Haus bauen, brauchen wir sehr, sehr viel Bretter. Das mache ich auch alles selbst. Und vielleicht muss da mal ein NPC her, der mich ein bisschen entlastet. Also der nächste, den wir mit Gewinnung einstellen, der wird in genau dieser Holz, in diesen Holzschuppen eingesetzt. Der ab sofort nicht mehr Deko ist, sondern tatsächlich für die Produktion von Brettern und Brennholz verwendet wird. So. Dafür brauchen wir aber natürlich erstmal Reputation. Ich will jetzt nicht die Leute aus den Grabungsschuppen wieder rausholen. Die bleiben da schön drin. Wie gesagt, der nächste, den wir einstellen, der wird dann diesen Schuppen hier vorne übernehmen. Ein Holzschuppen hat kein Werkzeug mehr. Das ist natürlich schlecht. Müssen wir handeln. Aber warum? Warte mal. Warum? Theoretisch müsste die Schmiede doch produzieren. Bronze Axt, kein Material. Bronze Hammer in Arbeit. Ich kann jetzt höchstens aushelfen vermuten, dass es daran liegt, dass einfach die Schmiede noch ein bisschen Anlaufzeit braucht. Und aus diesem Grund könnte ich jetzt einfach aus Sticks and Stones ein paar Äxte machen. Okay. Jetzt haben die erstmal Steinäxte. Ich hoffe ja auch, dass irgendwie die auch mal leveln hier. Ich will mal kurz, nee, ich will nicht mit dir unterhalten. Bist du in was besonders begabt? Handwerksarbeit kennt kein Ende. Gebrauchsgegenstände werden immer gebraucht. Das ist in Ordnung für mich. Bin gerne für mich. Ich bin gerne beschäftigt. Okay. Und wie sieht's mit dir aus? Mir fehlt eigentlich die Geduld zum Unkraut, rupfen, aber es ist nötig, damit unsere Pflanzen gedeihen. Dinge wachsen zu sehen, erfüllt mich mit Zufriedenheit. Ja, die steht mehr auf Feldarbeit, ne? Die ist auch schwanger. Ja. Die steht halt mehr auf Feldarbeit. Schade, dass man denen keine Nicknames geben kann. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre noch geil. Dass du sagen kannst, so, das ist der Stinker, das ist die Köchin. So, wisst ihr, was ich meine? Dann könnte ich dahinter schreiben, mich einmal mit allen unterhalten und dahinter schreiben, was die gerne machen würden. Das wäre mega sinnvoll.
bis jetzt habe ich nur wirklich die, die wirklich gut leveln, sind die, die in Gewinnung sind. Bergarbeiter. Einer schon auf 9. Krass. Der braucht nur noch ein Level, dann ist der perfekt. Und der hat schon. Der hat schon ein halbes Level für Gewinnung. Für Gewinnung 10. Ist aber auch schon 30. Holzfäller haben wir hier einen, der ist 5, ja. Wir haben eine Jägerin, die ist 5. Aber auch wieder schwanger. Ja, Landwirtschaft haben wir jemanden. 6, 6, 5. Ja, das läuft. Hier haben wir, die Näherin hat schon 6 in Produktion. Nice. Da könnten wir überlegen, ob wir die nicht in die Schmiede setzen. Für die da. Und die hier dafür in die Näherei. Dass die einmal bitte ihren Job tauschen. Jetzt müsste ja gleich die Tür aufgehen. Sehr schön. Die gehen einmal, die tauschen einmal kurz die Arbeit. Jetzt werden die überall eingearbeitet. Sie da drüben in der Näherei nicht, weil da haben wir nur einen. Ist das eigentlich so, dass wir in der Näherei... Ja, da haben wir nur einen, ne? Einen Posten. Ja, 1 von 1. Und sie arbeitet jetzt hier. Aber dafür hat sie halt die ist doppelt so gut wie die andere. Dürfte die Produktion pushen. Jetzt, was wir in der Schmiede herstellen. Ja. Aber wir können jetzt, wir könnten mal wirklich so ein bisschen durch das Dorf gehen, gucken, was können wir noch schieben, wen können wir noch einen Job verpassen, dem er wirklich gewachsen ist, was er wirklich machen möchte. Ne? Vielleicht haben wir ja in der Landwirtschaft jemanden dabei, der gerne produzieren würde. Dann können wir natürlich die Näherin jetzt tauschen mit dem, der gerne produzieren würde. Das werden wir jetzt im Frühjahr mal austesten. Jetzt haben wir erstmal Feierabend. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen undurchsichtig, wer was hier macht und so. Ich würde die gern bei ihrer Arbeit erwischen, damit ich auch wirklich dann sagen kann, okay, ich muss jetzt nicht immer nochmal in die Verwaltung gucken, was macht der wirklich für einen Job, sondern das ist dann tatsächlich jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet. Wie sieht es eigentlich mit unserer Frau aus? Wie gut ist die? Wie gut ist unsere Frau? Er hat schon 5. Okay. Ich muss auch mal gucken, nicht, dass sie mir wegläuft. Wisst ihr, was ich meine? How do you do? Zuneigung 67%. Ich kann das nur durch Geschenke wieder hochpushen. Das ist natürlich auch, also hier Materialismus und so, Kanuta. Was ist mit dir? Also ich kann ihr nicht mal ein Kompliment machen, um die Zuneigung wieder zu stabilisieren, sondern ich muss ihr ein Geschenk machen. Prima. Kann ich auch falsche Geschenke machen? Dann kommt's, dann wird's hier nämlich kritisch. Dann wäre ich hier wütend, ne? Wenn ich hier, was weiß ich, 1000 Münzen für eine Goldkette ausgebe und sie hätte aber gerne eine Silberkette. Oder einen Blumenstrauß oder ein Halsband oder was weiß ich. Ein Halsband? Wie komme ich jetzt auf ein Halsband? Egal. Vielleicht steht sie auf sowas. Ne? So Lack- und Leder-Halsband-mäßig. Peitsche und so. Vielleicht steht sie auf sowas. Naja. Gehen wir erstmal ins Frühjahr, würde ich sagen. Ach, gucke, da sitzt sie sich da hin und gönnt sich erstmal ein Bier. Was ist mit unserem Kind? Passt jemand auf unsere Tochter auf? Ja, die pennt schon. Na prima. Babyfon am Start. Babyfon regelt, ne?
Steuern zahlen. Stimmt. Das gab es ja auch noch im Frühjahr. Das 10.000 Münzen Steuern, Leute. 9.210 Steuern. Und ich habe 1.600 Münzen. Ach, Menno. So, die Fischhütte ist kaputt und der Hühnerstall ist kaputt. Beides muss repariert werden. Bei den Häusern haben wir keine Reparaturen zurzeit. Ich muss mich umziehen. So, Sommeroutfit wieder am Start. Richtig. Wir müssen Stroh und Stöcke nehmen und die Gebäude reparieren. Fischerhütte und Hühnerstall, ne? Ja. Reparieren. Okay, das Dach sieht gut aus. Oh, hier. Na gut. Sonst noch was kaputt? Nö. Okay. Gut, gut, gut. So, wie läuft's hier in der Mine? Hier könnte ich auch mal, warte mal. Ein bisschen dekorativ. Holzzaun. Bis hier ran. Ich glaube, das sieht gut aus. So, auf der anderen Seite auch, bitte. So, ja, ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird gut. Wir holen uns mal ein paar Holzstämme. Achso, was wir auch machen können, ist nochmal in die Verwaltung der Tiere reinschauen. Hühner hat sich nichts getan. Wie immer, Schweine hat sich auch nichts getan. Außer, dass eine Sau erwachsen geworden ist. Schafe haben wir sowieso den Überblick verloren. Rinder. Läuft, wir haben einen zweiten Stier. Den können wir verkaufen. Schön, schön. Pferde. Läuft. Hier hinten gehe ich echt gern lang. Hier hinten sieht es wirklich nice aus. So, Holzstamm. 52. Glaube ich mal hier vorne noch so einen Zaun hin. Eigentlich hätte ich auch ein Mäuerchen ziehen können, ne? Egal. Aber ich mache hier, glaube ich, noch so einen Zaun hin, genau. Dann haben wir hier noch so ein Areal. Eine kleine Wiese hier vor der Mine. Dafür brauchen wir natürlich wieder Bretter. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Haben wir die Ecke hier auch noch ein bisschen aufgewertet, finde ich. Schön. So, jetzt kümmern wir uns mal darum, zu erfahren, was denn unsere Leute, die auf dem Feld arbeiten, eigentlich gern arbeiten würden. Hallo. Ach nee, das ist unsere Frau, die brauchen wir nicht zu fragen. Hail, friend. Mir fehlt dir eigentlich die Geduld im Unkraut? Ach so, gut, alles klar. Der möchte schon hier arbeiten. Der geht hier voll auf in seinem Job. How is life treating you? Es macht mir nichts aus, dass meine Hände schmutzig werden und mir der Schweiß über den Rücken läuft. Die Feldarbeit ist eine vierschichtige herausfordernde Arbeit. Okay, also der steht auch auf Feldarbeit. Okay. Hello. Was ist mit dir? Ich bin ein einfacher Kerl, der einfache Arbeit mag. Fälle ein paar Bäume, schürfe etwas Erz, trage etwas Wasser, keine große Sache. Alles ist sofort zur Hand. Edward. Arbeitet er bei uns als... Wo ist denn Edward? Ist Landwirt bei uns.
Aber er würde gerne im Holzschuppen arbeiten. Dann arbeitet er ja ab jetzt im Holzschuppen. So. Und der Holzschuppen, den wir jetzt da haben, der mit dem einen, da sagen wir jetzt Brennholz. 50%. Und Brett. 50%. Jo. Viel Erfolg. So, jetzt haben wir aber eine Lücke. Und zwar unser einer Feldschuppen. Da arbeiten jetzt nur noch 3 von 4. Will ich jetzt aber so jetzt erstmal nicht als schlimm sehen. Weil wir kriegen ja auch sehr viele Mütter wieder. Oh, hier haben wir eine neue Mutter. Vyslava, was hast du vorher gemacht? Du warst Bergarbeiterin, so wie das aussieht. Stimmt das? Haben wir jetzt an der Mine nur noch 4 von 6, ja. Ja, ist okay. Ist okay. Die Mine ist gerade sowieso überbesetzt. Mit viel zu krassen Leuten. Und Landwirtschaft schaffen wir auch die 3. Ich bin mir sicher. How can I help you? Was ist mit dir? Alter, guckt euch das an, was die für Ausrüstung hat. Guckt euch das an. Wie die aussieht, die sieht ja gruselig aus. Sah das wirklich früher so aus? Also klar, macht ja Sinn, dass man da einfach so was Rattan-mäßiges, so ein gewebtes Zeug da reinmacht. Sie wäre eigentlich eine bessere Fischerin, weil sie ist jetzt in der Landwirtschaft, ne? Oder ist dieser Bienenstock ist Tierhaltung, ne? Ja, sie wäre eigentlich lieber Fischerin oder Bärensammlerin, ne? Hm, verstehe. Also er macht hier sein Ding und jetzt gucken wir einfach mal, wie läuft es jetzt mit der Brennholzherstellung? Der wird natürlich auch noch leveln, aber wie läuft es jetzt damit? Müssen wir noch selber Hand anlegen oder haben wir jetzt soweit optimiert, dass wir sagen, okay, es läuft. Küche. Küche hat Materialschwierigkeiten. Kein Material für Weizenbrot. Habt ihr alles aufgebraucht? Warte mal. Eier haben wir. Sehr viel einmal mit Milch. Saurer Milch. Wir haben sehr viel saure Milch. Sehr viel Fleisch, Fleisch mit Soße, gebratenes Fleisch. Ja, sehr gut. Trocknetes Fischfilet, Hecht, das haben wir alles genug. Fehlt uns Mehl? Haben wir kein Mehl mehr? Mich irritiert, dass das Mehl einfach im Materiallager liegt und nicht im. Nee, Mehl haben wir auch noch genug. Haben wir Weizenkörner noch? Ja, haben wir auch genug. Wo fehlt es denn jetzt an Material? Wo fehlt es an Material in der Küche? Eimer mit Wasser. Aha. Das wäre auch noch sowas, was wir optimieren müssten, ne? Oder automatisieren müssten. Wisst ihr, was ich meine? Einfach jemand am Brunnen einstellen?
Noch machen wir das selber. Irgendwann haben wir genug Leute, dass wir sagen können, fuck off, macht das einfach. Gerade wenn ich jetzt so auf die Kurzen hier schiele. Wie alt ist denn unser ältestes Kind? 6. Noch zu jung zum Arbeiten, ne? Ab wann dürfen die denn arbeiten? Steht das irgendwo? Nee. Aber wir haben auf jeden Fall noch kein Lehrlingspotenzial hier. Wenn die 6 Jahre alt sind. Schade. Obwohl Kinderarbeit ist ja nicht ohne Grund verboten. Also ist schon okay. Okay, jetzt haben wir wieder einmal mit Wasser. Jetzt dürfte die Brotproduktion wieder anlaufen. Wir können die beiden übrigens mal fragen, was die so gerne machen. Eine gute Handwerkerin weiß auch, was man ordentlich kocht. Okay, also die möchte schon hier kochen. Handwerkskunst, ja. Good luck. Finde ich auch gut. Also Hello die müssen there. Auch leveln. Mit der Zeit irgendwann. Kann ich dir bei etwas helfen? Der hat nämlich eine Quest. Ja, kannst du. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe mich mit einem Freund gestritten über Wein. Und? Ich glaube, dass Pflaumenwein der bessere Wein ist und mein Freund behauptet, es wäre Kirschwein. Eben das, was er mag. Kein Problem. Nun, wir wollten die Verköstigung organisieren, um so unseren Streit für alle Mal beizulegen. Ich sollte Pflaumenwein mitbringen. Das Problem ist nur, dass ich ihn ausgetrunken habe. Irgendwie kommt mir die Quest bekannt vor. Hatten wir schon mal, ne? I love when nature comes back to life. See you around. Ein guter Grund zum Weinen. Stimmt, das hatten wir schon mal. Aber für 96 Dynastie kann man das mal machen. Wir sollen einen Pflaumenwein an ihm abliefern. Ja. Hier wird Flachs ausgesät, ne? Theoretisch wäre auch das erste Jahr, wo wir jetzt hier drüben auch Flachs aussehen. Haben wir das auch eingestellt? Hält, ja, Flachs. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Oh ja, Frühjahr ist wieder das Zeitalter der Kirschblüter. Sehr schön. Das, in die Richtung erinnert mich jetzt das Dorf stark an Sengoku Dynasty. Da haben wir ja auch viel Kirschblüten und so. Also, zumindest habe ich die schon gesehen. Ich hoffe, dass man da auch Kirschen denn ernten kann. Oder ob das nur eine Kirschblüte ist, so eine Zierkirschblüte, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Hier können wir auf jeden Fall Kirschen ernten. Gucke auch noch mal kurz in die Technologie rein. Wir sind kurz vor der Bauhütte. Auch nicht schlecht. Dann könnten wir da jemanden einsetzen, der unsere Häuser einfach repariert. Easy peasy. Danach kriegen wir Materiallager 3 und dann wäre es auch schon wieder mit Bautechnik. Wir sind kurz vor Nahrungsmittellager 3. Okay. Windmühle ist incoming, sage ich nur. Da brauchen wir auch noch einen guten Platz für die Windmühle. Ich glaube, oben neben die Ruine. Wisst ihr, wo ich meine? Zeige ich euch gleich. Marktstand wird auch. Ja, wird langsam. Produktionstechnik müssen wir halt noch leveln. Also da ist noch viel offen. So. Ich meine da oben vielleicht eine Mühle hin. Da, wo die Ruine ist, da. Ich glaube, das würde ich fühlen, wenn da die Mühle steht.
Vielleicht hier so. Genau dahin, dass man von hier aus, von den Feldern aus, die Mühle ganz gut sehen kann. Das wäre nice. Ein Feldschuppen hat ein Problem. Kein Werkzeug. Was fehlt da an Werkzeug? Sagt er mir nicht. Doch, hier. Säckchen. Es fehlen Säckchen. Kein Problem. Selber kann ich nur die kleinen, einfachen herstellen, ne? Aber in der Nährstube dürfte ich die besseren herstellen können. Lass mich mal ganz kurz an den Schneidertisch. Sonstiges. Säckchen. Leingewebe und Leder. Dann stellen wir doch mal die besseren her. Damit die auch länger halten. Dachte kurz, wir haben Düngerprobleme. Da wollte ich schon sagen, hey, das kann doch nicht wahr sein, Schwein. Dünger haben wir ja wirklich genug. Müssen wir ja auch schon seit etlichen Folgen nicht mehr selber machen. Also das läuft ja. Silence is relaxing until you're a parent and your child is silent for a bit too long. So, jetzt haben wir einfach 51 Säckchen hergestellt. Jetzt haben wir ganz schön viel Material verholzt. Aber das sollte eine Weile reichen. Sagt er immer. So. Aber so viel Leingewebe haben wir gar nicht verbraucht. Mehr Leder. Da können wir auch mal überlegen, ob wir nicht noch mehr Leute in die Jagdhütte stecken. Aber ich glaube, da habe ich noch sehr, sehr viel offen, weil die ganzen Mütter, die jetzt, da sind teilweise Jägerinnen dabei, die sind wirklich gut, die haben schon also Level 4 und Level 5 und so, wenn nicht sogar Level 6. Wie läuft jetzt die Schmiede? Mit der Level 6erin? Läuft, ne? Mal ganz kurz gucken, wie viel Barren wir jetzt haben. Ob wir da irgendwas optimieren müssen. Bronzebarren haben wir keine. Kupferbarren haben wir 105. Zinnbarren haben wir 3. Aber wir haben 153 Zinnerz. Kupferbarren? Ja, wir müssen ein bisschen selber schmelzen. Und dann Bronzebarren herstellen, damit die, damit wir da erstmal ein bisschen mehr in die Produktion der Werkzeuge gehen können. Ja, so langsam könnte eine zweite Schmiede Sinn machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir eine Schmiede haben, die nur Barren schmilzt. Und eine, die nur Werkzeug craftet. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Aber wir müssen jetzt leider noch ein bisschen auf Bronze gehen, weil Eisen einfach, da brauchen wir unglaublich viele Punkte für, die wir einfach noch nicht haben in Produktion. Das ist halt, ne? Produktion hängt bei uns immer noch hinterher.
Landwirtschaft machen wir unglaublich viel. Das ist auch durch die Tiere. Und dadurch, dass wir einen Feldschuppen fast, also dass wir einen Feldschuppen voll besetzt haben. Und das läuft halt ständig, ne? Scheune, Hopfenfeld. Da produziert man viel. Aber Produktionstechnik könnten wir wirklich noch ausbauen. Wir könnten hier eine zweite Schmiede hinsetzen und den Handwerker erstmal abreißen. Weil wir den nicht wirklich brauchen gerade. Reiß sie jetzt ab. Scheiß drauf. Hier kommt eine zweite Schmiede hin. So. Produktion. Schmiede 2. Ich glaube, ich muss auch den Fußweg erstmal hier abreißen. So, Gebäude, Schmiede 2. Bin parallel zur ersten. Okay, das sieht gut aus. Und den Weg ziehe ich hier wieder. Okay. Und das Handwerksding können wir immer noch hier reinsetzen. Wenn wir es wirklich brauchen sollten. Ne? Aber bis jetzt sehe ich das noch nicht, dass wir das brauchen. Lieber hier noch eine zweite Schmiede hin. Bauen wir den Bums mal fertig. Haben wir eigentlich gerade irgendwas, was Steine sammelt? Oder verbrauche ich gerade hier meine ganzen Steine? Ich brauche Steine. Mach hier mal nur 30% Eisenerz und geh dafür richtig schön auf Steine. Okay, das ist zu viel. Mach mal 20% Steine. Das sind immer noch 82 am Tag. Oder sagen wir 30. Dann haben wir 124. Also die Mine, die geht ja krass steil. So, noch ein paar Bretter. Okay, wir haben eine zweite Schmiede. So, mit diesem schönen Bild der zweiten Schmiede würde ich mich auch schon von euch wieder verabschieden. Und ich sage, das war's mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, verlasst den Kanal. Nein, macht's nicht. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like wäre nicht schlecht und vielleicht schreibt auch einen Kommentar. Ich würde mich freuen, ich beantworte natürlich alles und das füttert den Algorithmus. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.